Das EKD-Monatsmagazin Chrismon hat in ihrer August-Ausgabe die wegen unerlaubter Werbung für Abtreibung verurteilte Gießener Ärztin Christina Hähnel porträtiert. Der Beitrag ist überschrieben mit Die Retterin. Bei der Vorsitzenden des Bundesverbandes Lebensrecht Alexandra Linder stößt der Artikel auf Kritik. Hähnel werbe laut Linder notorisch für ihre vorgeburtlichen Kindstötungen und verstoße damit absichtlich gegen Gesetze. Der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, zeigte sich entsetzt, dass das kirchensteuerfinanzierte Magazin die an Einseitigkeit kaum zu überbietende Sicht von Frau Hähnel wieder einmal und ohne Gegenposition darstelle. Sich anscheinend für die Schwächsten einzusetzen, um die wirklich Schwächsten, nämlich die ungeborenen Kinder, zu töten, ist eine kaum zu überbietende menschenfeindliche Einstellung. Das ist irrational und verantwortungslos, so Steeb. Unter dem Motto Unglaublich aber wahr findet gerade das 42. Missio Camp auf der Hohen Rhön statt. Die Konferenz ist ein missionarisches Mehrgenerationen-Camp, das auf zeitgemäße Weise das Evangelium verkünden will. Veranstalter ist der Verein Christliche Tagungsstätte Hohen Rhön, der ein selbstständiges Werk innerhalb des CVJM Bayern ist. Besucher können ohne Anmeldung noch bis zum 5. August am Missio Camp teilnehmen. Daniela Mailänder, Predigerin und Gemeindegründerin, ist eine der Referenten auf der Konferenz. Sehen Sie einen Kommentar von ihr, wie man speziell Jugendliche heute mit dem Evangelium erreichen kann. Es geht immer noch darum, Menschen nachzugehen, schon wie Jesus das getan hat. Und da geht es ganz speziell darum, Jugendlichen nachzugehen. Das heißt, wir hören ihnen zu, wir stellen uns an ihre Seite und wir begleiten sie auf dem Weg. Das ist so das eine. Und dann hat natürlich die Zeit ganz eigene Herausforderungen. Zum Beispiel frage ich mich, wie können wir in digitalen Medien präsent sein, wo Jugendliche aktiv sind? Wie können wir zum Beispiel auf YouTube aktiv sein? Wie können wir in Blogs aktiv sein und so weiter, dass Jugendliche in ihrer Lebenswelt mit dem Evangelium in Kontakt bringen und dann diese alten Geschichten, die so viel Wahrheit beinhalten, für Jugendliche zu übersetzen, wenn man so will. Zu Gefangenen des Monats August haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und IDEA den chinesischen Gemeindeleiter Liang Ziliang und seine Frau Li Yingqiu benannt. Sie rufen dazu auf, sich für die Baptisten einzusetzen und für sie zu beten. Die Eheleute verteilten am 1. Juni in einem Park in Heshan Broschüren über den christlichen Glauben. Am Abend wurden sie festgenommen und in das städtische Gefängnis gebracht. Ihnen wird vorgeworfen, illegale Zusammenkünfte organisiert und finanziell unterstützt zu haben. Schätzungen zufolge leben in der fast 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik China bis zu 130 Millionen Christen, mehr als die kommunistische Partei Mitglieder hat.